und zwar zweiter Tag. Heute fahren wir wieder nach Krakau. Wir machen das so, weil das Hotelfrühstück, finde ich, irgendwie ein bisschen teuer ist. 45 Lotti kostet das pro Person. Und deswegen frühstücken wir einfach bei Lidl, beziehungsweise kaufen das alles ein, frühstücken auf dem Parkplatz. Ja, so 33 Lotti haben wir heute bezahlt, also für zwei Personen voll in Ordnung. Und irgendwie ja, macht das auch Spaß und man isst nicht so viel ungesundes Zeug, weil man geht ja eh dann später noch essen und ja, da reicht es an ungesundem Zeug dann lieber irgendwie ein bisschen weniger frühstücken. Und gleich geht's los. Also wir haben uns hier so ein paar Brötchen und Würstchen und Kaffee. Das ist übrigens derselbe Kaffee aus Deutschland, den wir auch kennen von Lidl. Und einmal hier so eine polnische Wurst. So, erster Stop, dieses Museum hier, das Nationalmuseum. Da gehen wir jetzt rein. Wahrscheinlich ist dort Filmen wieder verboten. Also sehen wir uns gleich. So, und warum wir das jetzt besuchen, weil das hier, das Museum hat das zweitwichtigste Bild von Leonardo da Vinci, wo die Mona Lisa drauf ist. So, wir sind jetzt angekommen bei den Schlösschen und haben uns ein Ticket geholt und ja, das kostet 20 pro Person und jetzt gucken wir mal, was es hier zu schauen gibt. Ja, da unten waren wir doch gestern. So, wir sind jetzt fertig mit unserer Besichtigung. Wir hatten aber nur die Herrschaftsräume besichtigt. Man kann auch wirklich, ja, keine Ahnung, alles Mögliche in Garten und Außen und Führungen machen. Aber das ist uns irgendwie ein bisschen zu viel gerade. Und wir wollten ja auch noch ins Wachspuppenmuseum. Und das Wetter schwingt ein bisschen um. Es ist ja ein bisschen ein paar graue Wölkchen. Hoffentlich fängt es nicht an zu regnen, aber wir suchen uns erstmal irgendwas zum Sitzen, wo man vielleicht ein bisschen was Mittagessen kann. Wir sind jetzt in einer typischen Suppenküche und zwar einmal Salat, rote Beete-Suppe, Żurek, typisch polnisch, dann so Quark-Taschen, also so Pfannkuchen und Pierogi. Jetzt geht's ab in ein Wachspuppenkabinett. Dam dam. Camilla, da einfach weiterlaufen. Ach hier. Yay! Schaut mal, Tom Cruise. Brucey Boy. Und naja, Arnie ist nicht ganz so dolle geworden, aber hier Elvis und Beyoncé. Okay, hier drüben sitzt noch Michael, aber ich finde irgendwie Beyoncé cooler. Ja, oh, wie cool. Mit Musik sogar. Oh, cool. Mit Licht. Action. Action, ja. Oh. Boah, der sieht so, oh mein Gott, der sieht so echt aus. Das haben sie super gemacht. Wow, Star Wars. Yoda ist auch da. Boah, das ist richtig cool hier. Jetzt geht's nochmal eine Treppe hoch in eine Galaxie. Avatar, boah, der Film war so toll. Harry Potter, oh mein Gott. Ein Wald. Huhuhu. Ich bin im Himmel, guck mal, die Orks. Der Shrek, oh mein Gott. Ja, ich glaube schon, dass man sie setzen darf. Und schaut mal alles, oh mein Gott, wie schön. Ja.
Pilz. Marilyn Monroe. Das war richtig, richtig toll. Ja. Moment, ich muss mich mal hier durchquetschen. Den besten haben sie draußen. Den besten haben sie draußen, genau. Yay! Sieht super aus. Und natürlich Jack Sparrow haben sie auch draußen hingestellt. Der macht schön Werbung. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, hier reinzugehen. Es ist echt richtig gut. Es ist aber auch richtig teuer. 35 Zloty kostet das. Dauert jetzt auch nicht so lange. Ein paar Puppen sind da aber richtig toll dekoriert. Alles. Also ich bin begeistert. Yay! Wir sind jetzt hier in so einer kleinen Miniaturwelt. Und es ist richtig cool, weil es ist gerade ein bisschen das Licht gedimmt worden. Die Straßenbeleuchtung ging zum Beispiel an und ja, ich bin total begeistert. Schaut euch mal an, wer hier vorne ist. Tada! Kate Winslet mit Leonardo DiCaprio. Hui. Boah, es ist großartig. Sehr, sehr schön. Und hier im Wilden Westen. Und die Indianer. Die haben sogar ein Lagerfeuer. Ach, da wird jemand gekocht. Meine Fresse. Das ist echt toll. Straßenbahn. Könnt ihr euch erinnern, ich war am ersten Tag so eine Sapir-Kanka essen. In diesem Laden hier und den Laden gibt es auch, weil das hier ist eine Miniatur-Darstellung von Gleiwitz. Und ja, hier vorne irgendwo haben wir gesessen. Hier einmal der originale Bahnhof. Dworzec Kolejowy. Und ein Kinderspielplatz. Und eine Hochzeit. Das haben wir auch gesehen. Und wie man sieht, ist es Nacht. Und das Licht ist gedimmt. Und es leuchtet alles total schön. Es regnet und donnert. Boah, cool. Man sieht das jetzt gar nicht so. Oh! So, das sind die Bilder. Die hängen jetzt hier provisorisch erstmal an der Wand. Ein bisschen schief noch, weil ich hier das Holzteil gemacht habe. Und hier sind leider nur zwei Nägel drin. Also hier habe ich das richtig rumgedreht, aber da leider nicht. Aber das sind halt die beiden Bilder. Wir sind jetzt spazieren. Und da hinten war so ein richtig cooler Sonnenuntergang. Ja, und eine Straße. Oh mein Gott, da sieht man den Sonnenuntergang. Der sieht so toll aus. Der Wahnsinn. Richtig rot. Hast du genug? Ab geht's nach Haus.